Moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten Wi-Fi Battle oder zum allerersten Pokémon Ultrasonne, Ultramond Wi-Fi Battle, Freunde. Und hier haue ich euch gleich mal das Intro raus. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Das werden wir jetzt öfters machen. Wir werden jetzt, ich habe ja, ihr habt ja schon gesehen, ich habe ja hier oben jetzt, oder im Banner, habe ich jetzt ja einen kleinen Upload-Plan eingearbeitet. Wir werden jetzt einfach gucken, dass wir zweimal die Woche Battles machen. Wir werden heute das erste Battle von Ultrasonne, Ultramond, wird hier einfach ein Yu-Yu-Kampf sein. Also, Overuse nicht, Underuse. Und ich habe mir ein Team dafür gebaut. Ist eigentlich, würde ich sogar sagen, relativ solide. Ich habe relativ versucht, ein Team Omega Altaria zu bauen, um da ein bisschen die Schwächen rauszunehmen, um natürlich auch ein bisschen im Late Game zu rauszunehmen. Den besten physischen Angreifer finde ich immer noch Panferno. Panferno ist hier zwar kein Setstein-User, aber es ist Scarf und damit finde ich dann mit Captain einfach eine super Möglichkeit, hier immer auf den Gegner zu reagieren. Man kann halt schnell rauswechseln, man kann halt super viel machen. Das heißt, Panferno ist einfach ein super gutes Leadmon. Captain Ship Damage immer ein bisschen drauf. Und wir spielen jetzt erstes gegen Cooper, good luck, have fun an Cooper und mal gucken, was er dabei hat im Yu-Yu. Und wir werden jetzt, wie gesagt, zweimal, dreimal die Woche auf jeden Fall Matches bringen. Er hat Blitzer dabei, Amidiffel, Griffeldes dabei, Tentoxa, Elfun und auch, ja, weiß gar nicht, Quatermark oder so, wie das Ding heißt. Er hat im Prinzip eine gute Lead-Möglichkeit mit Amidiffel zu leaden, wegen Fake-Out. Erstmal Mogelhieb, ich glaube Elfen kann, glaube ich, auch Fake Out, bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe im Prinzip zwei Lead-Möglichkeiten. Und die Predikte, ich lead auch einfach mit Panferno. Ja, ich lead direkt mit Panferno, weil ich will einfach mal gucken, ob er direkt mit Amidiffel leadet. Wenn er nicht mit Amidiffel leadet, kann ich hier safe auf eine Kehrtwende gehen, kann rauswechseln. Good luck, fun, hier habe ich ja schon geschrieben. Und ich mache heute eine Battle-Session, also das heißt, die Battles werdet ihr jetzt zwar alle wieder versetzen, wie sonst auch, aber ich werde natürlich ganz, ganz viele aufnehmen. Und wir wollen mal gucken, was er dabei hat. Ich hoffe natürlich auch nicht, dass ich jetzt keine Battles hier habe, jedes Mal 40, 50 Minuten. Das Team ist relativ fest, wir werden das eine Zeit lang benutzen. Fingertips, das ist Amidiffel. Nice, ja. Es hat Fake-Out. Ich will es einfach nicht riskieren, ich will einfach nicht eine Fake-Out auf Panferno haben. Deswegen wechsle ich hier raus, gehe in Klumpen. Und beziehungsweise Klumpen ist halt, glaube ich, auch nicht so ein guter Switch. Ich weiß ja nicht, ob er Feuerschlag im Set spielt. Könnte sein, dass er es nicht spielt. Ich gehe direkt einfach auf Tentoxa. Tentoxa wird das auch tanken. Ich habe Giftschleim drauf, kann Siedewasser draufschmeißen. Ja. Son Goku geht hier raus. Piccolo kommt rein. Ach ja, ich habe das Team so ein bisschen an Dragon Ball angelehnt. Ich liebe im Moment Dragon Ball. Es ist einfach ein nices Game. Lol. Es spielt Live-Up. Okay, nice. Gut zu wissen. Macht auf jeden Fall guten Damage schon mal. Er kann mir aber auf jeden Fall nicht viel machen. Das heißt, ich gehe hier erstmal für ein Siedewasser. Bring damit erstmal ein Siedewasser raus, weil er kann halt nur in... Ich habe gerade jetzt gar nicht seinen Monster im Kopf, aber Blitzer hat er drin, der Griffeld ist. Er kann heilig nicht in irgendwas safe gehen. Er hat halt, wenn er Pech hat, kriegt er hier den Burn. Und für uns ist es auf jeden Fall gut. Das heißt, wir können drin bleiben, können alles ohne Probleme machen. Er kann halt nichts, er kann nichts machen, oder? Also er könnte im Blitzer gehen. Seine spezielle Wall, nee, eigentlich kann er nichts machen. Er muss jetzt überlegen, was er geht. Er kriegt halt eben Siedewasser ab. Oder er wird halt denken, gut, er bringt jetzt erstmal die Giftspitzen raus. Er geht auf die Kehrtwende natürlich, um wieder ein bisschen Chip-Damage zu kriegen. Ist okay. Ich kann aber gleich rauswechseln. Ich habe auf Logis extra den Wunschraum draußen, um meine anderen Mons wieder hochheilen zu können. Natürlich habe ich Giftschleim drauf und kriege ein bisschen Recover. Aber mit Siedewasser kann er, glaube ich, nicht abfangen. Aquane hat er ja nicht oder sowas, was H2O Absorber hat. Nee, dürfte er nicht haben. The Flash kommt rein, das ist das Blitzer. Ja, das ist das Blitz. Das kriegt erstmal Siedewasser-Damage. Finde ich auf jeden Fall gut. Gefällt mir. Guter Damage erstmal drauf. Einfach ein bisschen Chip-Damage drauf kriegen. Ich weiß nicht, ob er auf den Voltwechsel gehen wird. Ich denke ja. Und ich habe dafür beziehungsweise Anego dabei. Aber ich gehe lieber auf Flogis, weil Flogis kann sich besser gegenhalten mit Wunschtraum. Ich habe da die Überreste drauf. Und er kann mir eigentlich auch nicht viel da machen. Ich bin einfach eine fucking Wall mit Flogis. Kann auf den Wunschtraum easy gehen, kann auf das predikten, was er reinsetzt, oder kann das dann predikten, was er reinbringt. Geht auf den Voidwechsel. Ich denke mal, er wird... Ich weiß nicht... Ich spiele da auch Live-Orb drauf. Okay, gut. Zweimal Live-Orb sehen wir jetzt. Voidwechsel-Damage ist da.
Er könnte jetzt eigentlich nur... Muss ich selber überlegen. Er hat, glaube ich, einen Giftmon gerade mitgehabt, habe ich gesehen, ne? Ich muss mir gleich die Monster mal angucken. Rüsseltier kommt rein. Das ist Tentoxa auch für ihn, aus seiner Seite. Finde ich gerade gar nicht so schlecht. Finde ich echt nicht so schlecht. Weil... Tentoxa ist noch bei Griffeldes Elfhund. Ich muss mir auf jeden Fall meinen Tentoxa aufsparen. Ist jetzt die Sache, kommt die Matschbombe oder prediktet er es mit einem Siedewasser? Matschbombe oder Siedewasser? Matschbombe oder Siedewasser? Ich könnte halt erstmal safe gehen und gehe auf dem, nee. Ich werde auf jeden Fall safe spielen. Ich gehe auf Klumpen. Ich denke, er wird, auf eine Matschbombe gehen. Bis jetzt habe ich einfach noch nicht viel gemacht. Ich bin einfach immer nur hin und her gewechselt. Hab ein bisschen Chip-Damage gekriegt, aber ich denke, wie gesagt, er bleibt safe. Er geht auf Siedewasser, okay. Hat er gut gemacht. Hat er echt gut gemacht. Kriegen wir den Burn? Nein, perfekt. Ich gehe auf den Voltwechsel, einfach um den Switch-In zu bekommen. Ich hoffe, er kürtet jetzt nicht. Perfekt, wir können wieder raus, oder jetzt bringe ich zumindest mein Anego rein. Und durch den Chip-Damage, den ich jetzt auf den Toxa gemacht habe, müsste ich es eigentlich mit einer Psychokinese rausnehmen können. Ich bin Specs. Im schlimmsten Fall würde es tanken. Das wäre halt nicht so nice. Oder ich gehe auf meinen Tentoxa. Und würde ihn erstmal ein bisschen anschippen. Das ist die Sache. Ich könnte jetzt auf Anego gehen. Die Psychokinese dürfte... Ich weiß gar nicht, ob die ausreichen würde auf Tentoxa. Wenn es Assault West ist, würde sie definitiv nicht ausreichen, Freunde. Wenn er Assault West ist, dann reicht die nicht aus. Das Problem ist, wer spielt Assault West? Ich denke, er wird im besten Fall sogar vielleicht ein offensives Ding spielen. Könnte echt sogar sein. Das wäre richtig cool. Ich finde das echt cool. Psychokinese dürfte nicht ausreichen. Ich muss mir das für ein Late Game noch aufsparen. Panferno. Ich gehe in Panferno. Gehe auf die Kehrtwende. Bring wieder ein bisschen Chip-Damage drauf. Und gehe dann in meinen Tentoxa. Und Tentoxa wollt das Ding. Ja, er ist Dings. Er hat Giftschirm drauf. Ich muss noch ein bisschen Damage drauf kriegen, damit ich mit Anego das Ding rausnehmen kann. Ich könnte auch auf den Donnerschlag gehen. Dürfte er das tanken? Ich bin Scarf. Ich bin Specs mit Anego. Nee, ich bleib safe. Safe. Er wechselt raus. Gut, dass ich für die Kehrtwende gegangen bin. Er kommt in Goldkirchen rein. Das ist das Griffeldes wahrscheinlich. Oh, wäre ich jetzt für den Donnerschlag gegangen, wäre das auf jeden Fall nice gewesen. Aber sind wir nicht. Wir gehen auf die Kehrtwende. Das macht auch einigermaßen guten Damage. Hat er Bollenhelm drauf? Nein. Wir können wieder rauswechseln. Gehen jetzt hier dann auf unser... muss ich überlegen, kann er mir irgendwas machen? Eigentlich nicht. Griffeldes kann mir nichts machen. Ich könnte mich jetzt aufsetzen für einen D-Dance. Wäre aber auch nicht gerade die beste Wahl. Ich gehe nämlich erstmal auf meinen Vlogges und spiele einen Wunschtraum. Weil ich meinen Klumpen gerne wieder ein bisschen hochheilen möchte. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder in Vlogges. Werden hier unser Pokémon hochheilen. Ohne Witz, das ist ja auch mit Überrissen. Das andere mit Giftschleim. Zweimal live, ob alles klar. Das wird auf jeden Fall lange dauern. Okay, wir haben den Wunschtraum drauf. Geht auf den Wunschtraum. Er bleibt safe, geht hier auf den Toxin. Der Toxin misst, das sehr, sehr schade ist. Was sehr, 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 sehr schade ist, auf jeden Fall. Ich müsste jetzt eigentlich es schaffen. Ich weiß nicht, ob er wieder auf den Toxin geht. Ich denke mal ja. Dass ich hier jetzt super safe in meinen Forsaker gehen kann. Und meinen Forsaker erstmal hochheilen kann. Weil er dürfte mich auch nicht, auch wenn ich jetzt ein bisschen Chip-Damage habe. Bei Full-Verteidigung, er kann mich nicht effektiv treffen. Wenn er mich nicht rausnimmt. Okay, für Schmarotzer. Okay, er wechselt raus, perfekt. Wir gehen hier wieder in unser tolles Forstecker wieder rein. Kriegen hier wieder ein bisschen live wieder. Und das ist jetzt der Vorteil, weil wir jetzt Forstecker wieder mit ein bisschen mehr live haben. Ist auf jeden Fall, haben wir wieder eine gute Wall. Er kann uns da nicht viel machen. Er hat immer noch das tolle Elfhund. Elfhund ist ja im Prinzip auch so ein Mon. Ambidiffy kann uns nicht viel machen. Und da haben wir jetzt im Prinzip erstmal Forstecker wieder. So, wir wechseln wieder ausgehend in Florges, weil er wird im Prinzip wieder einen Voltwechsel machen. Und ich muss gucken, dass ich die Tarnsteine gleich irgendwann rausbringe. Bloß ich muss sie safe rausbringen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder in Florges gehen. Und er wird eh jetzt wieder einen Voidwechsel machen. Aber dafür, dass... Oder der Vorteil ist einfach, dass er live auf Blitzer spielt. Kann er mindestens noch zwei, dreimal das machen. Und dann wird Blitzer in der Range kommen, so wo wir es töten können.
Ich frage mich nur gerade, wenn wir die Tarnstange rausbringen, dürfte der Blitzer maximal noch zweimal rauswechseln. Durch Voidwechsel. Dann würde es auf jeden Fall im nächsten Turn darauf sterben. Das heißt, ja, also wir müssen rein theoretisch jetzt irgendwie versuchen, safe reinzubringen. So, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Siedewasser wäre natürlich top, wenn er das drückt. Ich habe aber mega Panik vor dem Toxin, oder beziehungsweise nicht vor dem Toxin, aber vom vor der Matschbombe. Deswegen predikte ich das jetzt erst gar nicht. Gehen direkt in Tentoxa. Tentoxa tankt eigentlich beides. Es ist im Prinzip einfach eine Wall gerade. Ich müsste aber nur gucken, dass ich mein Panferno irgendwie wieder safe reinkriege. Er geht auf eine Matschbombe, die tankt wir perfekt. Ich kriege wieder ein bisschen Cover. Und jetzt werde ich einfach Siedewasser spielen. Ich hoffe auf den Burn, weil er sich dann nicht mehr gegen recovern kann. Piccolo gegen Rüsseltier. Ist zu traurig. Okay, wir gehen auf Siedewasser. Er geht auch auf Siedewasser. Ist schneller. Ich weiß nicht, ob wir in Speedtie sind. Ich hoffe nicht. Ich hoffe ganz klar nicht. Ich hoffe nicht, dass wir im Speedtie sind. Oh, ein Quit. Leute, das war ein Quit. Alles klar. Wow. What the fuck, Alter. Das war ein Quit. Alles klar. Ich hoffe, dass es jetzt einfach schneller ist und dass ich damit weiß, dass er im Prinzip in die Spezialverteidigung investiert ist. Er kann nicht in Griffeldes gehen, das tankt kein Siedewasser. Das wird ein Siedewasser abkriegen, wird Damage sein. Blitzer wird er nicht machen, Blitzer würde sterben. Er muss eigentlich im Prinzip drinnen bleiben, auf Siedewasser Burn hoffen, Freunde, damit er im Prinzip uns hier aussäuern kann. Müssen wir jetzt auch gerade machen. Wir haben keine andere Wahl gerade. Ich kann aber gleich in Florges gehen. Wenn ich, sobald ich den Burn hab. Boah, WTF, komm, ey, Burn. Bitte. Bitte, Burn, komm. Ja. Brauch einfach nur den Burn. Und dann muss ich überlegen, was gehen wir? Oh, wir sind schneller. Wir sind wirklich im Speedtie. Wir haben einfach einen Speedtie. Perfekt. Gut zu wissen. Und wir kriegen direkt den Burn in den Turn. Bitte er jetzt auch, dann wäre das gerecht. Aber dreimal Siedewasser einsetzen, einmal Burn. Ja, doch, die Wahrscheinlichkeit ist da. Er hat dreimal Siedewasser eingesetzt und kein Burn gekriegt. Tut mir leid. Tut mir leid, Cooper. Tut mir echt leid. So. Jetzt ist die Sache. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Siedewasser würden wir nicht tanken. Dorges würde das Siedewasser auf jeden Fall tanken. Ich bleib drinne. Ich kann ihn jetzt ausstallen. Nee. Ich gehe im Florges. Ich gehe im Florges. Florges würde den Hit auf jeden Fall tanken. Und ich will jetzt einfach ein bisschen AP von ihm stallen. Oder ich muss AP stallen. Ich weiß nicht, was ich jetzt gegen Tentoxa machen kann. Ich habe halt keinen Ich kann nicht in meinen Altaria gehen, weil ich im Prinzip nicht den Burn bekommen möchte. Weil wenn ich den Burn kriege, wäre das sehr, 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 sehr traurig. Und wir würden, glaube ich, den Hit auch auf jeden Fall tanken. Von der Matschbombe, da er nicht speziell ist oder so. Haben wir im Siedewasser-Damage gesehen. Auch wenn wir effektiv treffen, würde er uns nicht rausnehmen. Das heißt, ich kann hier für den Wunschstrom gehen. Heim mich dadurch erstmal wieder hoch. Er wechselt raus, perfekt. Ich kriege dann wieder einen Wunschstrom raus. Er geht in den Elfenwände rein. Das ist das Elfhuhn. Elfen kann mir eigentlich auch nicht wieder viel machen. Das heißt, ich kann meinen Tentoxa jetzt erstmal hochheilen und werde wieder ein Tentoxa gehen. Im Prinzip ist es für mich gerade nur ein Hin- und Her-Gespiele, um hier um Elfen vorbeizukommen. Aber was soll er mir machen? Ganz ehrlich, ich kann super safe. Okay, es könnte ein... Nee. Es wird kein Z-Kristall-User sein mit einer Psychokinese oder so. Wird es nicht. Nein. Never. Never. Wird es nicht sein. Vielleicht kommt jetzt auch Aroa-Kur oder sowas. Ja. Könnte sein, aber nee, glaube ich nicht. Okay, das sieht dann gut aus. Tentoxa ist wieder bei Full Life dann. Und er wechselt raus, geht in The Flash, kommt rein. Alles klar, kann er machen. Wir gehen wieder in Piccolo rein, heilen damit Piccolo jetzt voll. Durch den Wunschtraum sind wieder bei Full Life und würden jetzt automatisch auch den Voidwechsel überleben.
Da ich den aber wieder nicht unbedingt haben möchte mit den Toxer, wechsle ich wieder aus, gehe in Florges, frisst damit dann den Voltwechsel. Er wird wahrscheinlich, ich denke, ja, doch, ich denke, er wird sehr stark wieder in den Toxer gehen, jetzt danach, weil er den Switch wieder hat. Blitzer wird wieder ein bisschen Damage kriegen und dann muss ich gleich gucken, dass wir es irgendwie schaffen, mittlerweile die dummen Tarnsteine rauszukriegen, damit wir den Damage kriegen, weil dann kann er nicht mal so viel hin und her wechseln. Wir hätten das in den ersten Turn direkt machen müssen. Fingertips kommt rein. Okay, perfekt. Das ist super gut, dass Amidiffe jetzt da ist. Florges ist so ein guter Supporter im Yu-Gi-Oh, finde ich. Muss ich echt sagen. Florges finde ich einen so guten Supporter. Ich weiß nicht, ob er Feuerschlag im Setup. Ich hoffe nicht. Es kommt wahrscheinlich jetzt eh der Fake-Out. Der Live-Orb. Aber den tanken wir easy. Perfekt, den tanken wir auch easy. Der, oh lol, der macht einfach viel mehr Damage, kriegt er durch den Bollenhelm und alles. Schöne Sache auf jeden Fall. Wir bleiben safe. Ich habe vorhin kein Feuerschlag oder sowas gesehen. Deswegen gehe ich jetzt auch oder bleibe auch safe und bringe jetzt meinen Tarnstein raus. Ich muss sie einfach draußen kriegen. Er wechselt raus, geht wahrscheinlich in Blitzer oder in Tentoxa. Weil Tentoxa hat hier einfach hundertprozentig einen Turbodreher drauf. Ich kann jetzt auch meinen Forsaker sterben lassen, weil ich dadurch, dass er jetzt im Prinzip den Damage kriegt durch den Burn, kann ich ja eigentlich auf unser tolles Panferno gehen und mit Donnerschlag eigentlich so gut wie alles in seinem Team rausnehmen können fast. So, er kriegt noch ein bisschen Bollenhelm-Damage, was ich auf jeden Fall gut finde. Perfekt. Kriegt noch ein bisschen Chip-Damage von mir. Schöne Sache. Und jetzt kann ich halt, weil er durch er kommt halt in eine gute Range rein, Freunde. Dadurch können wir jetzt wieder in Panferno gehen. Können jetzt im Prinzip mit Panferno mit dem Donnerschlag auf jeden Fall irgendwas im Team rausnehmen. Er könnte nur in Grifeldes gehen. Würde damit im Prinzip die Kehrtwende fressen. Denke ich nicht, dass er das machen wird. Blitzer könnte Voltabsorber haben. Könnte. Ich betone wirklich könnte. Glaube ich aber nicht, dass es das hat. Und deswegen gehe ich auf den Donnerschlag, will jetzt auf jeden Fall irgendwas rausnehmen. Ich denke, er wird vielleicht wieder in Grifeldes gehen. Vielleicht lässt er es auch sterben. Nein, er wechselt raus. Geht er in The Flash? Das hat Voltabsorber als ob. Hat es Voltabsorber? Ja, safe. Yes, Alter, geil. Geile Sache. GG, Mann, Alter. Richtig gut. Richtig gut. Hat er sich ein richtig gutes Momentum geholt. Hat er richtig gut gemacht. Hat er richtig gut gemacht. Ich muss jetzt aber gucken, dass ich irgendwie da Forsaker reinkriege und Tarnsteine rauskriege. Richtig gut gemacht. Ich hätte halt auch safe sein können, hätte auf den Feuerschlag gehen können. Aber jetzt habe ich halt wieder, dass ich wieder mit Florges rein muss. Florges kriegt wieder weiteren Damage. Blitzer verliert aber wieder Damage. Ich weiß nicht, kommt denn Toxa rein? Also Tentoxa kann nichts machen. Tentoxa hat mega viel Damage. Sobald Tentoxa weg ist, hat er keinen Safe-Switch mehr. Für mich. Oder beziehungsweise er kann nicht mehr in Tentoxa safe gehen. Bonobo kommt rein. Das ist das... Quatermark. Ist Denkeval Bandit. Könnte sehr stark sein. Ich weiß nicht, ich kenne das Ding überhaupt nicht. Ich spiele das fast so gut wie gar nicht. Ich finde den Affen zwar mega cool, aber ich kenne es überhaupt nicht, weil ich das Ding überhaupt nicht spiele. Ich glaube, das heißt... Heißt das nicht, Kommandutan ist der andere Affe, ne? Das ist auch irgendwas mit Quatermark, oder? Heißt es Quatermark? Ist es Kampf vielleicht? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ja, es müsste Kampf sein. Es ist aber nicht schnell, wenn ich richtig liege. Ich glaube, das ist nicht schnell. Ich müsste eigentlich alles so gut wie safe tanken. Ich könnte auf Forsaker gehen. Forsaker würde Nahkampf abkriegen. Er würde Beulenhelm-Damage fressen. Ja, ich gehe auf Forsaker. Ja, ich gehe auf Forsaker. Ich gehe auf Forsaker. Ich gehe auf Forsaker. Ich denke nicht, dass ein Feuerschlag drauf ist. Ich weiß nicht, ob das Ding Feuerschlag kann, aber ich denke nicht. Erdbeben. Okay, das denken wir auch. Denken wir auch easy. Ich denke, das ist Val Bandit. So. Wir können safe unsere Tarnsteine rausbringen. So. Wir bringen wieder die Tarnsteine raus. Ich denke mal, er wird Val Bandit sein oder irgendwie Scarf oder sowas, weil das Ding
Ist zwar, glaube ich, mega gut im Angriff, aber ich wüsste nicht, dass das mit Live-Op gespielt werden sollte. Das wäre, glaube ich, total dumm. Er wechselt raus. Es muss also Bandit sein oder Scarf, sowas ähnliches. Es kommt wieder so Flash rein. Ist auf jeden Fall nice. Ich kann die Tarnschein wieder rausbringen. Das heißt, das war's im Prinzip für Tentoxa. Ich kann hier jetzt safe mein tolles Forsaker sterben lassen. Es hat einen guten Job gemacht. Ich kann es hier also sterben lassen. Er geht hier auf den Donnerblitz. Völlig okay. Forsaker hat die Tarnschein rausgebracht. Hat immer ein bisschen Chip-Damage gemacht. Und ich kann jetzt safe in Panferno gehen. Und Panferno nimmt einfach so gut wie alles jetzt in seinem Team raus. Ich darf nur nicht im Prinzip ihn jetzt mit, Tentoxa wieder die Tarnsteine wegspinnen lassen. Ich könnte jetzt auch auf den Flammen- oder auf den Feuerschlag gehen. Es trifft einfach alles in seinem Team. Auch wenn Tentoxa reinkommt, ist er raus. Deswegen gehe ich jetzt für den Feuerschlag. Ich bin Scarf. Ich sollte ihn eigentlich outspinnen. Rauswechseln wird er nicht. Und er kann nur in Quatermarkt gehen. Das hat auch Full Life. Das würde wahrscheinlich einen Hit tanken. Tentoxa. Oh lol, Elfhun. Okay, Elfhun wird auf jeden Fall keine zwei Hits senken. Dadurch, dass die Tarnsteine draußen sind, ist der Fokus gut gebrochen. Ich denke mal, er wird auch Fokus gut spielen, relativ safe sogar. Und jetzt können wir mit Panferno im Late Game hier auf jeden Fall sweepen. Wir haben alles ein bisschen angedamaged. Das reicht jetzt zum kompletten Durchspielen. Amidiffel hat hier vielleicht noch den Fegeaus drauf. Das ist völlig okay. Das darf es auch gerne machen. Aber wir können drinbleiben mit Panferno. Und sollten im Prinzip alles so gut wie in seinem Team jetzt rausnehmen. Wir können jetzt halt auch nochmal den Fake-Out ausspielen, aber ich bin ganz ehrlich, warum? Also er spielt live, ob wir outspeeden ihn trotzdem. Tiefschlag reicht nicht aus. Deswegen, wir bleiben safe. Fake-Out kommt. LOL, macht das viel Damage. What the fuck? Alter, das macht ja richtig viel. Habe ich nie mit gerechnet, dass es so viel macht. Die Frage ist jetzt live, ob Amidiffel. Ich kenne das Ding gar nicht. Ich kenne das gar nicht. Will es auch eigentlich gar nicht. Ich habe, glaube ich, habe es mal gesehen gehabt. Kann das Ding Tempo Heap? Ich weiß gar nicht, kann das so Tempo Heap? Ich glaube nicht, dass das Tempo Heap kann. Die Frage ist nur, ob das Tiefschlag kann. Aber Amidiffel spielt man nicht mit Tiefschlag, sonst hätte er mir das definitiv schon gezeigt. Was er jetzt machen wird, er wird rauswechseln. Wird hier wieder was sterben lassen. Ja, er wird rauswechseln. Er wird rauswechseln, wird was sterben lassen. Und wird dann wieder Fake-Out machen, um mich rausnehmen zu wollen. Ja, ist okay. Bonobo kommt rein. Dann nehmen wir Bonobo jetzt zumindest raus. Feuerschlag, go. Oh, das reicht nicht aus, um Bonobo rausnehmen zu können, der nächste Hit. Der nächste Hit reicht nicht aus, um Bonobo rausnehmen zu können. Das heißt, ich muss ein bisschen Damage vorher noch drauf kriegen. Erdbeben will ich mir jetzt nicht gönnen. Das heißt, ich gehe auf mein Altaria. Ich denke mal, ihr würdet ein Erdbeben machen. Es ist jetzt wahrscheinlich eine Min oder Max wohl, aber um safe zu sein, gehen wir hier auf, oder gehen wir raus mit Panferno und gehen auf Altaria. Auf Zuckerwatte. Es ist übrigens mega Altaria. Es ist so cool. Er geht auf den Steinhagel und hat es predicted. Oh lol, und der Miss. Ich weiß nicht, ob der gemattert hat. Ich würde jetzt eigentlich mal sagen, ja. Aber ich würde ja in die Mega hingehen. Das heißt, es wäre schwierig. Ich weiß nicht, ob der gemattert hat. Ich muss in die Mega. Ich muss eigentlich auf den D-Dance. Ich gehe in die Mega direkt und gehe direkt auf den Knuddler. Weil D-Dance brauche ich nicht aufsetzen. Bringt mir eh nichts. Er wird vielleicht in, ja, in Rüsseltier geht er. Perfekt. Schön. Kriegt Tarnstein damit. Kriegt noch einen Knuddler ab. Sollte Tentoxa nicht unbedingt tanken. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mega Altaria kommt auf jeden Fall rein. Oder ist auf jeden Fall on board. Alter, das sieht so geil aus, ne? Das ist einfach pure Zuckerwatte pur. Und jetzt kommt der Knuddler. Reicht er aus, um Tentoxa rausnehmen zu können? Nein! Aber durch den Burn sollten wir es rausnehmen können. Durch den Burn sollten wir es jetzt im nächsten Turn auf jeden Fall rausnehmen können, sodass ich safe auf eine Drachenklaue gehen kann. Weil der Knuddler kann missen, im schlimmsten Fall. Und damit nehme ich zumindest schon mal Tentoxa raus. Dadurch, dass er halt nicht invested, also nicht Init Investment ist, outspeedet er uns auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch nicht, ob er es so outspeedet hätte, aber eigentlich dürfte er uns auch nicht outspeeden. Fingertips kommen wieder rein. Es ist hier das Amidiffel. Das kriegt weiter Tarnstein Damage. Kann er machen?
Ist okay. Ich wechsle einfach wieder aus. Ich lasse hier jetzt im Prinzip mein... Ich kann Flurgis eigentlich safe sterben lassen. Oder? Ja, ich kann Flurgis safe sterben lassen. Ja, ich lass Flurgis safe sterben. Obwohl, nee. Ich kann eigentlich drin bleiben. Ganz ehrlich, ich kann drin bleiben mit Altaria. Ich geh auf die Drachenklaue weiter. Ich kann drin bleiben. Was soll er mir machen? Er kriegt weiter damaged, ja. Ist völlig okay. Er kann nicht mehr rauswechseln, er muss drin bleiben mit Amidiffel. Er wird mich im besten Fall auch noch outspeeden, weil Amidiffel mega schnell ist. Kriege ich eine Rüchke ab. Ist völlig okay. Aber das juckt mich nicht. Das juckt mich nicht. Er kann mich gern rausnehmen. Ich kann in Panferno gehen. Und Panferno müsste das Late Game einfach regeln jetzt in dem Sinne. Panferno regelt den Late Game einfach. Oder das Late Game. So. Panferno müsste den Rest regeln. Quatermark kommt wieder rein, kriegt Tarnstein-Damage, sollte einen Feuerschlag von mir abkriegen, sollte im Prinzip dadurch dann auch raus sein. Ich könnte jetzt auch safe spielen oder auf den Nahkampf gehen. Das ist, glaube ich, auch die beste Variante, die ich machen kann. Eigentlich. Muss ich mal gucken, aber ich weiß gar nicht, was er hat. Was hat er noch? Wir haben Elfhund ist raus, ein Griffeld ist es noch drin. Eigentlich müsste der Feuerschlag ausreichen. Der Feuerschlag müsste ausreichen. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Wall war. Ich hoffe jetzt nicht. Der müsste aber ausreichen, um Bonobo rausnehmen zu können. Bonobo ist damit draußen und dann macht Panferno im Late Game hier auf jeden Fall noch einen kleinen Sweep. Oder beziehungsweise hat wahrscheinlich auch einen Sweep hingelegt. Wir haben 4 Mons gekillt mit Panferno. Panferno ist ein richtig gutes Mon im Yu-Yu. Goldkirchen kommt rein. Kriegt noch ein bisschen Tarnstein-Damage. Perfekt. Wir haben noch Blitzer. Ich brauche auf jeden Fall Panferno noch. Ich gehe safe in meiner Nego und hau eine Gesteinsattacke drauf. Ich bin eh schneller danach, tank den einen Hit. Ich hätte jetzt auch auf Flurgis gehen können und hätte dann an Nego reinbringen können, aber es ist egal. Er bringt halt auch mit Auflocker nochmal die Tarnsteine weg. Ist völlig okay. Kann er machen. Ist aber auch nicht schlimm. Anego wird im Prinzip für mich hier den Rest machen können. Ich kann einfach safe auf die Gesteinskante gehen, auf die Juwelenkraft gehen. Und weiß halt automatisch, ich tank auch den nächsten Hit von Blitzer, auch mit einem Donnerblitz oder so. So, wir sind Specs an Ego, kriegen hier vielleicht noch ein bisschen Boost ab, sind dann bei plus 1. Und damit haben wir alle Mons, die ich im Team habe, zumindest einmal gesehen. Zwar habe ich gedacht, dass man Fair nur eigentlich den Rest machen könnte. Ich weiß nicht, wäre ich auf Nahkampf gegangen? Hätte ich wahrscheinlich... Ja doch, hätte ich rausnehmen können. Weil dann hätte er auflockern spielen müssen. Aber ich wäre halt schneller gewesen im Gegensatz zu seinem Blitzer. Ja, er outspeedet mich hier alles. Das ist auch völlig okay, aber er kann mich mit Donnerblitz rausnehmen. Schafft er nicht. Ich bleib safe. GG hier an Cooper, Freunde, hat auf jeden Fall solide runtergespielt. War auf jeden Fall ein nice Match. 38 Runden. Gutes Match, eigentlich gute Zahl. Juju, geht eigentlich, ja, würde ich sagen. Und Anego holt sich dann auch nochmal den nächsten Kill ab. Also 2 Kills Anego. Ich glaube 2 Kills hat Panferno gemacht oder vielleicht sogar 3. Panferno hat Elfen gekillt, hat Quatermark gekillt und... Muss überlegen, was hat es denn noch gekillt? Tentoxa auf jeden Fall nicht. Tentoxa wurde von Altaria gekillt und... Amidiffa hat sich selber umgebracht. Nee, 2 Kills, ja, das geht eigentlich, kann man leben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr auch mal gegen mich betten wollt, schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar. Freunde, ich frage immer auf Twitter oder Discord. Alle weiteren Infos sind in der Videobeschreibung, deswegen followt auf Twitter. Joint den Discord-Server, da frage ich immer ganz oft nach Battles nach. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Battle wieder. Schaut auf jeden Fall auf den Kanal vorbei. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das auch. Würde mich riesig freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Yu-Yu-Battle. Bis dahin. Ciao.